Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Alter Ische, macht nicht so einen Krach. Wir sind immer noch im Classic-Bereich und wir sind im Vorgebirge. So, die sind jetzt alle grün, weil wir verwandelt wurden. Das heißt jetzt, wir können das Wasser vergiften. Oh, lecker Wasser, gell? Oh, ja, nimmt nur. Komm, wer hat trainiert? Brauch auch Wasser, Jungs. Bitte schön. Ist wie weg, bevor die es merken. Ja? Oh, der ist rot. Warum bist du rot? Der ist ein bisschen cleverer als der andere. So ein Arsch. Aber ist egal. Dann müssen wir ja töten. Der Hauptmann, oder? Ja, genau. Ich glaube, den Ausbilder müssen wir auch noch. Steht da oben? Rufus, genau, den brauchen wir auch noch. So, dann hauen wir hier nochmal rein. Zack, viel Spaß. Dann gehen wir mal zu Rufus und sprechen. Alter, Ische, du machst ganz schöner Krach, weißt du das? Komm. Ja, das war mir klar. Komm, Spinni, auf ihn! Oh, ein bisschen hoch, dass wir nicht mehr die Ische von hinten sehen. Ne, Eifriere wollen wir nicht. Totstelle brauchen wir eigentlich auch nicht, also falsche Taste. Ja, manchmal treffe ich mit meinen Fingern ein bisschen die falsche Taste. Ist dann auch immer witzig, wenn du dann einen Monk spielst und machst dann eine Drache tritt und fliegst dann durch die halbe Instanz durch. Das ist so schamig gewiss. Hi, war das ein Charme? So, kommt denn der Germano ein bisschen Wasser? Die freuen sich bestimmt drüber. Na, schmeckt's? Ja, lecker Wasser hier. Ja, Oh, ist euch schlecht geworden? Das tut mir jetzt aber nicht leid. So, und hier müsste andere sein. Genau, der Magnus. Komm, Magnus, leg los. Ja, Jäger ist eigentlich, ja, ich sag mal, nicht die einfachste Klasse zu spielen, aber die für Anfänger die freundlichste Klasse, weil man kann nur Schaden machen, man muss nicht wirklich heilen. Man konzentriert sich ein bisschen auf seine Rotation, was man machen möchte, und fertig ist die Sache. So, was willst du dann jetzt? Yay, yeah, Level Up, Ende 30, aber ich will die immer noch vergiftet, die Jungs. Beachtet mich nicht, ich bin gar nicht da. Bitteschön, Wasser. Wie sehe ich denn jetzt aus? Ach, du Kacke, nee, sieht der aus. Das ist doch das Schurke-Set von früher. Ich glaube, eins oder zwei war das. Noch vier, ist es euer Ernst? Noch vier Stück fehlen. Dann gehen wir halt hier hoch. Das sollten wir doch locker die vier haben. Einmal Wasser. Bitteschön. Und denkt dran, gelbes Wasser ist bäh. So, wir haben die. Und wo müssen wir jetzt hin? Zurück. Und hier können wir Quest bei ihr abgeben. Brust brauche ich definitiv keine, weil wir ja die Set-Item haben. Also das Erbstück. Nehmen wir also die Armschiene. Die können wir natürlich wahrscheinlich anziehen. Die sind besser als die, wo wir haben. So. Na ja, klar. Wir müssen jetzt zum Letzten. Also, auf der Bock. Schon seltsam, dass jetzt zweimal hintereinander schon das Bike gekommen ist. Ist schon krass. Auf zum Atom! Win! So, da drüben, was müssen wir da machen? Ingenieure, ja klar. Auch doch einfach vor mir auf. Das ist Logan. Spinny, Attacke! Alter, was ist denn los, Spinny? Du schläfst heute noch ein bisschen. Ist ja noch ein bisschen zu früh. Aufi. Für was bezahle ich dich dann nicht? So, das war der erste. Da könnte man da eigentlich noch ein bisschen mehr zusammenholen, oder? Das kriegen wir doch hin. Das war Nummer 2. Komm, Spinny, gib Gas. Knurren for the win. Ja, ich bin ein Nahkampfjäger. Ich brauche das vorne dran, dass man auch genau trifft. Hier springt doch noch einer rum.
Oh oh. Kann ich doch jetzt mehrfach Schuss nehmen? Power? Ah, okay, der eine ist tot. Dann fehlen uns nur noch 5, wenn der das Cycle segnet. Hasi. Hasi. Und auf. Na, also wie gesagt, wenn ihr neuer Charakter anfängt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also nehmt das, was euch gefällt und arbeitet euch da rein. Viele sagen immer noch, lest euch die Klasse durch. Es gibt auch immer wieder... Na, hörst du auf, meine Spinne zu hauen? Ist die jetzt so passiv gestellt? Helfen? Defensiv, passiv? Nö, eigentlich ganz normal. Viele sagen, lest euch einen Guide durch, was ihr dann spielen wollt. Ich sag da immer so, spielt auch das, was ihr Lust habt. Wenn ihr mehr so die Damage-Klasse seid, guckt euch an, zum Beispiel Hexenmeister ist eine super Damage-Klasse, Magier ist eine super geile Damage-Klasse. Wollt ihr lieber in den Nahkampf, ist wie heißt der jetzt, der Dämonenjäger oder der Todesritter, ja. Schurke, also es gibt zig Klassen, man kann auch zum Beispiel verschiedene Sachen mit verschiedenen Dingen spielen, also sprich praktisch jetzt hier, der Jäger könnte auch noch Nahkampf machen, ist aber dann für mich nicht wirklich ein Jäger, also klar, haben wir die 10? Ja, wir haben die 10. So, dann haben wir das hier alles, dann müssen wir jetzt hier rüber, ist für mich halt dann nicht so toll, also wir könnten jetzt noch verkaufen. Wie geht's? Machen wir gerade mal noch unterwegs. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das, das, das. Das brauchen wir noch, das brauchen wir auch noch. Oh, ein bisschen weiter zu rüber. Dann räumen wir das Ganze wieder zusammen und fertig ist die Sache. Mögen die Geister mit euch sein. Yo, Mann, Dingo, Mann, mit dir auch, Mann. Also wie gesagt, spielt einfach das, auf was ihr Lust habt. Wenn ihr mehr so die... Kann ich jetzt nicht ausschalten? Irgendwas habe ich wieder gedrückt, wo ich das wieder eingeschaltet habe. Nö. Naja, ist egal. Jetzt. Das will ich haben. Komm, das will ich. Wo ist es? Da ist es da oben. Oder? Nein! Mit dem Ding kann man nicht richtig reiten. Ist aber nur zum Verkaufen gedacht. Das geht schon besser. Komm, einfach runter. Und hier hoch. Ja, komm. Jawohl. Und abbauen. Oh, wir haben vergessen, unser neues Pet zu holen. Ja, dann holen wir das jetzt. Den Sommersprössling. Yeah. Und mit dem Raptor wieder weg. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mir lieber tanken wollt oder macht lieber Heilung, Schaden, ist euch ganz alleine überlassen. Also macht es einfach. Lasst euch da nichts reinreden. Der einzige Tipp, wo ich euch geben kann, für Leute, wo halt neu anfangen, tut euch mit Leuten zusammen, wo ihre Klasse schon ein bisschen länger spielen. Die haben Ahnung, die wissen, was sie tun. Oder auch nicht. Kommt immer drauf an, wer es ist. Also mich braucht er doch gar nicht zu fragen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nee, Spaß beiseite. Ich spiele das schon gern und ich kann von überall so ein bisschen, aber so hundertprozentig kann ich euch das alles meistens nicht sagen. Hey, geh weg. Aber man kann sich ja immer schlau machen. So, wie weit ist es denn noch? Bis am Gebirgspass entlang und schon sind wir da. Yippie. So. Was ich euch auch noch erklären kann, wenn ihr das hier das Menü öffnet für die Sammlung. Seht ihr hier, was ihr habt und die ausgegrauten sind noch nicht da. Also das ist praktisch noch das, was ihr noch nicht habt. Das ist aber leicht zu holen alles. Also das da ist neu jetzt. Und das seht ihr halt alles, was es gibt. Hier oben könnt ihr halt dann auswählen, wollt ihr die Brust sehen. Also das sind jetzt Wappenröcke. Für die jeweiligen verschiedenen Dinge. Klar, die meisten habe ich schon. Also sprich praktisch so Hemde, also normale Hemden, eine Rüstung für Brust,
Die da ist auch witzig. Die habe ich bei mir jetzt im Moment auf der Bank liege. Die werden dann halt hier drin angezeigt. Also das ist praktisch, wenn ihr dann ein Set zum Mocken sucht, dass ihr halt das verändern könnt. Das kann ich euch bei Gelegenheit auch mal zeigen, wenn wir in der Stadt sind. So, wo ist dann unser Questgeber? Da müssen wir noch auf die andere Seite rüber. Vielleicht haben wir Glück und finden ein bisschen Erz noch, was wir dann verhüten können. Oh, wir haben schon Bachschwere das Level voll. Das ist doch super. Pferdi. Pferdi, Pferdi. So, das ist ein neues Gebiet erkundet. Oh, da ist noch ein Erz, das möchte ich mitnehmen. Weil wir wollen ja unser Beruf gleich mit hochleveln. Zack. 1172. Also es lohnt sich immer mal, wenn man seinen Beruf bis nebenbei mitmacht. Und es ist jetzt auch nicht so schwer. Klar, im Endlevel wird es dann halt immer interessanter, weil man kriegt weniger Punkte, um zu leveln. So, wo noch hin? Ja, einfach klar. Einfach ein bisschen darüber. Da hoch, glaube ich, war es. Man kriegt weniger Punkte, also sprich praktisch, die Rezepte werden immer teurer, man braucht immer mehr Materialien. Und es wird halt immer schwerer, einen Punkt zu kriegen. Also sprich praktisch, es geht bis 800 hoch. Ein Ingenieur auf 800 habe ich noch nie gebracht, aber Alchemie hatte ich. Ja, Eule-Klatsche. Ein Huhu. Ja. Alchemie hatte ich schon hoch. Schneiderei hatte ich meine Probleme mit. Das hatte ich noch nie auf 800 hoch. Und die anderen Berufe sind auch immer so ein bisschen, ich sag mal, kriminell, aber machbar. Also wenn man sich dahinter klemmt und sagt, man macht das, geht es auch einwandfrei. Er muss halt dabei bleiben. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, jo, ich mache jetzt eine Stunde da rum und hol mir alles. Klar, es gibt noch die andere Variante, man kauft sich alles im AHA. Aber da sollte man dann sich im klaren Sinn, dass wenn man das macht, sich das im AHA kauft, dass man das Ganze dann für teuer Geld kaufen muss. Also überlegt, was ihr machen wollt. Entweder läuft ihr eine Stunde, zwei durch die Gegend, holt euch das Material zusammen. Oder Variante B, ihr kauft es im AHA für sehr teuer Geld. Klar, wenn ihr Geld, ich sag mal, Amount habt, wo ihr Geld scheißen könnt, also das gibt's nicht, dann könnt ihr das gerne tun. Aber so wäre mir das Gold zu schade. Also im Endeffekt müsst ihr dann einen Haufen Quests machen, rumrase, machen, tun. Oh, und dann so viel Kohle zusammenzufahren. Also ich habe jetzt zum Beispiel das letzte Mal, was wollte ich haben? Seidenstoff, glaube ich, das Deck. Wollte die Person, wo das reingestellt hat, weiß halt, wie der heißt. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ich fand es halt bloß ein bisschen arisch krass. 2000 Gold für haben. Im Gegenzug kann man dann auch sagen, oh, wenn das jemand kauft, 2000 Gold, dann gehen wir Seidenstoff farmen und hauen das mal da rein. Ja. Also wie gesagt, ihr seht, im Moment sind die Preise ein bisschen arisch horrend. Genauso wie Taschen. So, 30 Platztasche, was hat die jetzt gekostet, glaube ich? Da wollt ihr 15.000 Gold? Also schon ein bisschen krass. Klar, dann ist es halt von Vorteil, wenn man Selbstschneiderer ist und sich den Kram selbst bauen kann. Ihr werdet jetzt bestimmt fragen, ja, Lordi, warum hast du jetzt hingegangen und hast den Ingenieur draus gemacht? Klar, es gibt viele Leute, die gehen jetzt hin und sagen, pass auf, wir können ja auch Materialfarmer machen. Das ist dann der erste Beruf, ist dann halt zum Beispiel Bergbau jetzt, in meinem Fall. Und der zweite Beruf wäre zum Beispiel Kirschner. Das heißt dann zwar im Endeffekt, ich könnte mir nichts selbst bauen, also weder Materialien noch Krams oder so. Ich wäre einfach nur ein Materialienfarmer. Im Gegenzug könnte ich mir dann später noch, wenn ich alles gut verkaufen kann, alles auch selbst kaufen, weil ich dann die Kohle dazu habe. Also ist immer so zweischneidig. Man muss halt gucken, was man haben will. Wenn man Selbstversorger ist, also ich sage jetzt hier, Ingenieur ist jetzt halt für die Jäger, sag mal, es geht. Rüstungsschmied wäre nicht schlecht oder Lederer. Bloß bei Lederer hat man halt das Problem, früher hat man Lederer als Jäger genommen, weil er wie lange Leder getragen hat. Wo man halt auch vieles machen konnte für die Jäger. Ich glaube, Lederer konnte dann auch noch Kette herstellen. Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste ich nochmal gucken. Weil Lederer hatte ich nie so weit hoch. Schneiderer ja, aber Lederer nein. Es
gibt halt immer so schöne Kombinationen, wo man fahren kann als Berufe. Zum Beispiel Ingenieur Bergbau ist gut oder Bergbau brauche ich auch. Nö. Nö, die will ich auch gar nicht. Was auch immer gut ist, ist dann zum Beispiel Bergbau Schmiedekunst. Die Schmiedekunst teilt sich dann nochmal in Waffenschmied und einmal Rüstungsschmied, soweit ich das noch weiß. Wenn sich das noch so beigeblieben ist. Also wenn sie es geändert hat, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Oder wenn ich was falsch sage, wie ich gerne unten reinschreibe. Ich lasse mich da gerne berichtigen. Ich habe damit auch keine Probleme, also beim besten Willen nicht. Wenn ihr sagt, du pass auf, da hast du was verkehrt gesagt, einfach unten reinschreibe. Ich bedanke mich dann immer schön. Solange das Ganze dann in einem, ich sag mal, humanen Ton rübergebracht wird. Klar, wenn er immer dann schreibt, so zum Beispiel so, hey Sven, hey Lordi, du pass auf, hör zu, du hast da einen Fehler gemacht, das ist so und so. Ist es für mich absolut legitim und super. Wenn jemand aber kommt und sagt, ey du Flachpfeife, guck mal hin, da hast du einen Scheiß gemacht, das geht so nicht und bla, überleg mal, was du für einen Blödsinn machst. Ich sag immer, der Ton macht die Musik. Also, das muss dann nett sein. Klar, es anonyme, weite Internet erlaubt einem alles, bis diejenige Person einmal vor einem steht. Dann ist das nimmer so schön. Also immer schön dran denken, wir sind alle nur Menschen und jeder nimmt halt das Zeug anders da auf. Das ist genauso auch wie hier in dem Spiel. Es gibt immer Leute, die sind nett. Ich sag mal, 80% von der ganzen Community, wo hier auf World of Warcraft spielen, sind alle nett. Und 20%, muss ich ganz leider dazu sagen, sind Arschlöcher. Und viele davon sind von sich selbst überzeugt. Sagen, sie sind der absolute Case, alle anderen sind scheiße und wenn dann zum Beispiel in irgendeiner Instanz was schief läuft und jeder weiß genau, er ist dran schuld, er hat das jetzt nicht richtig gemacht, aber dann dreht er das so, dass alle anderen Noobs sind, die hätten doch mit dem Fehler umgehen können und es ist nicht sein Problem. Also so Leute gibt es dann auch. Warum habe ich jetzt schon wieder das Doppel Mount? Das will ich doch gar nicht. Genau. Ich glaube, das ziehen wir mal aus der Leiste raus. Bin ich Gilde drin? Nö. Nö, da kann ich mir nur Gilde aussuchen. Also wie gesagt, so Leute gibt es da natürlich auch. Wir waren aber bei Berufe stehen geblieben, sorry, dass ich so abgeschweift bin. Kombination halt noch Algi-Kräuterkunde ist auch super. Angeln, Kochkunst und Archäologie geht immer. Also das könnt ihr immer mitnehmen. Wie gesagt, das sind halt die Zusatzberufe und das sind halt immer so die Kombi-Berufe, sage ich immer. Was gibt's noch? Es gibt noch Kräuterkunde, Schriften oder Runen, war das. Dann Schneiderei und Verzauberer ist auch immer eine sehr schöne Kombi. Ich hoffe, ich schaffe mal den. Ein bisschen groß. Ja, ist auch eine schöne Kombination. Also Verzaubern und Entzaubern macht das Ganze. Und alles, was man dann halt als Schneiderer basteln kann, geht auch dann gut damit. Was ich halt, es geht klar, natürlich kannst du auch andere Berufe nehmen, aber ich sag mal, mit Schneiderer, das Zeug droppt bei den Mobs, das kriegt man ganz einfach. Oh, nee, falsches. Das kriegt man dann locker bei den Mobs, weil jeder hat seine, ich sag mal, fast jeder Humanoide droppt Leine bis Nuff zum höchsten Stoff. Und damit kann man dann auch immer dann seinen Schneiderkram hochleveln, das verbessern. Und das, wenn das dann, sobald es grün ist oder höher, kann man das auch gleich entzaubern. Und kann dann seine Gegenstände verzaubern. Was man halt sehr viel Sinn macht, das Ganze dann. Also man sucht sich halt immer so Kombiberufe aus. Viele legen sich dann halt auch immer so das aus, dass sie sagen, yes, wir haben das doch geschafft. Komm Spinni, hast du gut gemacht, kriegst noch Futter. Ne? Bist du nett? Jetzt sag bloß, das Esse, die Stufe des Esse ist nicht hoch genug. Oh nein. Kotzwürg. Kotz. Kann ich was anderes nehmen?
Nein. Ja, das geht. Also das da weg. Das dahin. Wo ist es? Da. Kann ich die Spieße da noch nehmen, die komische? Nö, ist auch weg. Das ist auch raus. Ja, ist jetzt halt schade. Aber okay, was willst du tun? So. Gelootet. Ah, ich kann den noch abbauen. Ah, wie geil ist dann das? Das konnte man früher nicht. Mach hinne. Ja, sonst kommt er nämlich wieder. Lauf, Spinne! Lauf! Geh weg! Oh nein, da ist der nächste schon. Totstellen? 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 Ich bin nicht da. Ja. Komm her, Spinne! Nein! Oh, jetzt bringst du ne mit. Ja, okay, dann müssen wir ihn halt jetzt kaputt machen. Aber okay, den brauchen wir ja. Komm, Spinne, Heilung! Au, 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 au! Nicht weg mir! Ich brauche ein bisschen Heilung. Ah, hast du gedenkt? Hatte gedenkt. Komm, noch ein paar Tiere dazu hole. Die brauchen eine Unterstützung, meine Spinne. Noch eine Heilung drauf klatsche. Nein! Fuck, nicht aufgepasst. Bisschen vor, bisschen vor, bisschen vor. Yes, ist. Aber der Windelementar ist auch wieder neu. Komm, stirb! Jawohl! Und schon haben wir ne. Ah, wir haben hier noch. Ich liefere nur feinste Waren. Das finde ich gut. 25, okay. Da können wir nämlich hier noch ein bisschen verkaufen. Hauen wir unser ganzer alter Schrott mal hier weg. Die Eier heben wir auf. Das können wir auch wegtun. Kein Verkaufspreis. Elementar Luft können wir mal aufheben. Schönen Tag auch. Subi. So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und in diesem Sinne sage ich dann schon mal Tschüss.